Ich bin Themistokles, Feldherr der Athener. Meine Geschichte begann vor 10 Jahren. Großkönig Darius herrschte über das Perserreich. Sein mächtiges Heer schlug die griechischen Aufstände in Kleinasien nieder und bedrohte dann die Bürger Athens, die als freie Griechen den Rebellen zu Hilfe geeilt waren. Der Stratege Miltiades organisierte unseren Widerstand. Doch nur wenige Städte kamen uns zu Hilfe. Athen stand den persischen Eindringlingen fast allein gegenüber und erkämpfte bei Marathon den Sieg. Ein Sieg, der Athen Ruhm und Ansehen verschaffte. Zieht hinaus in unser Reich, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ruft alle Tapferen zu den Waffen. Hebt so viele Truppen aus, dass niemand die Kämpfer zählen kann. Besorgt Pferde und Lebensmittel in großen Mengen. Und baut Schiffe so zahlreich, dass das Meer von ihnen bedeckt wird. Die Niederlage war bitter für Darius, auch wenn weder seinem Reich noch seinem Ruf Nachteile daraus entstanden waren. Er gilt weiterhin als unbesiegbar. Ich werde einen Feldzug gegen die Griechen führen und die Rebellen bestrafen. Geht hin. Ahura Mazda sei mit euch. Trauriges Geschick, dass Athen den Tapfersten entreißt. Wer schützt uns nun vor dem rasenden Feind, jetzt da du nicht mehr unter uns weilst? O Miltiades! Jo! Tröste diese Frauen, Themistokles. Sage, dass du da bist. Sein Sieg bei Marathon hat mir schlaflose Nächte bereitet. Niemand hätte geahnt, dass der ruhmreiche Miltiades ein Jahr später am Wundbrand sterben würde. Beklage dich nicht. Sein Platz ist frei. Ich habe Miltiades immer um seinen Triumph beneidet. Er war der wahre Held von Marathon, der unsere Stadt gegen die persischen Eindringlinge verteidigt und uns zum Sieg geführt hat. Aber was nutzen ihm nun diese Ehren? Athen weint um ihn und glaubt sich von keiner Gefahr bedroht. Doch ich weiß, das ist falsch. Ich muss nur in Richtung Meer schauen.
Seit dem Rückzug der Perser müsste das Ägäische Meer ein Ort des Friedens sein. Doch es ist Schauplatz von Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Städten. Der auf einer Insel gelegene Stadtstaat Ägina bedrängt regelmäßig die Athener Handelsflotte. Seine Piraten sind im Kampf geübt und bessere Seeleute als die Athener. Griechenland ist zu dieser Zeit nicht geeint. Seine vielen Stadtstaaten liegen vielmehr häufig miteinander im Streit. Alte Zwistigkeiten, die wegen der Schlacht von Marathon begraben wurden, brechen nun umso heftiger wieder auf. Niemand hat die Vorherrschaft auf dem Meer. Athen hatte nie eine nennenswerte Flotte und die Athener waren keine geübten Seeleute. Athener Schiffe wurden ständig von Seeleuten der Nachbarinsel Ägina angegriffen. Ägina beherrschte das Ägäische Meer. Kaum ein Athener konnte sich vorstellen, dass bald eine weitaus größere Flotte als die des kleinen Ägina ihre Stadt angreifen würde, die Seemacht des persischen Großreichs. Einer jedoch sah die Gefahr kommen. Themistokles, die Ägineten haben schon wieder eines unserer Schiffe geplündert. Jetzt sind sie rasend. Und so wird das weitergehen, solange wir keine Flotte haben, um uns zu schützen. Eine Kriegsflotte ist teuer. Athen hat nicht die Mittel. Und welcher Bürger möchte schon in hölzerne Schiffsrümpfe investieren? Sieh, was ich entworfen habe. Du bist starkköpfig. Ist das ein neuartiger Rammsporn? Ja. Wir beschlagen ihn mit Metall, so wird er fester und durchschlagskräftiger. Unsere wahren Feinde sind nicht die Ägineten, sondern die Perser. Glaube mir. Sie kommen wieder. Bei Marathon habe ich zahllose Schiffe gesehen. Dank dieser Flotte ist ihr riesiges Heer beweglich. Sie können bei uns einfallen oder sich rasch entziehen. Darius gibt seine Pläne nicht auf. Wenn die Perser angreifen, müssen wir sie diesmal auf dem Meer besiegen. Großkönig Darius stirbt nach 36-jähriger Herrschaft. Seine Strafexpedition nach Griechenland konnte er nicht mehr durchführen, da ihn Probleme in Ägypten aufgehalten hatten. Schon zu Lebzeiten hat er seinen Sohn zum Nachfolger bestimmt, der nun das Erbe einer großen, über 1000 Jahre alten Kultur antritt. Mann, ich bin Xerxes. Großkönig. König der Könige, König über dieses große Land, Sohn von Darius, dem Achämeniden. Mit Ahura Mazdas Hilfe besteige ich nun den Thron.
als Nachfolger meines Vaters. Seine Majestät scheint besorgt. Ich muss das Werk meines Vaters vollenden. Die Ägypter halten mich von meiner Aufgabe ab. Der große König Darius wollte Athen strafen und sein Reich vergrößern. Ich werde dieses Werk für ihn vollbringen. Aber auf meine Weise. Xerxes muss zunächst die Ägypter besiegen, um ein Exempel zu statuieren. Die geografische Lage und der Reichtum Ägyptens sind für das Reich von wesentlicher Bedeutung. Bei diesem ersten Feldzug kann er unter Beweis stellen, dass er als König der Könige seines Namens würdig ist. Mardonius, mobilisiere unsere Truppen. Wir ziehen ans Ufer des Nils. Schlagen wir den Aufstand nieder. Dann ist Athen an der Reihe. Zu Befehl. Warum so eilig? Was ist los? Ich habe es geschafft. Was geschafft? Was hast du dir ausgedacht? Etwa das? Leise. Ja, das ist es. Aber schwöre, zu niemandem ein Wort. Ich will das Rostrum verbessern, den gefürchteten Rammsporn unserer Trieren. Wenn ich ihn mit Bronzeplatten verkleide, wird er im Gefecht noch wirkungsvoller. Eine Flotte, die mit solch einem Rammsporn ausgestattet ist, kann uns wohl verteidigen. Wenn wir eine Flotte hätten. Mögen die Götter dich erhören. Damals beschert die Entdeckung der Silberminen von Lavrion der Stadt unerwarteten Reichtum. Die Ader ist ungewöhnlich ergiebig und die Gewinne aus ihrem Abbau werden aus Tradition unter den Bürgern aufgeteilt. Die Athener beglückwünschen sich zu diesem plötzlichen Wohlstand. Unterdessen führt Xerxes seinen Ägyptenfeldzug durch. Bei einem Sieg will er den Ägyptern eine noch härtere Knechtschaft als sein Vater Darius aufzwingen. Dann hat er sich als Kriegskönig bewährt und seinen Platz in der dynastischen Kontinuität gesichert. Erhebe dich, Mardonios. Herr, ihr habt den Pharao besiegt. Ägypten hat sich ergeben. Xerxes ist dort zu Ruhm gekommen, wo sein Vater scheiterte. Der neue König der Könige ist großer Taten fähig und kann die Expansion des Reiches weiterführen, wie es Ahura Mazda jedem Großkönig befiehlt. Großer König. Erlaubt ihr, dass ich den Truppen Ruhe gewähre? Die Männer sind erschöpft. Ja, sie haben Ruhe verdient. Belohne sie und lass ihnen eine doppelte Mahlzeit ausgeben. Mardonius sagt zu Xerxes, ihr habt die Ägypter gestraft. Ihr solltet auch Athen bestrafen. Wenn ihr gegen Athen marschiert, erlangt ihr solchen Ruhm, dass niemand es mehr wagt, euch herauszufordern. Gott wird uns zum Sieg führen. Wir können unserem Namen größere Ehre verschaffen.
ein neues Land erobern und die bestrafen, die unseren Namen geschmäht haben. Rächen wir uns an Athen. Ein Jahr später ist Xerxes wieder in Persepolis und schmiedet Pläne. Er will sich von Kleinasien aus Athens und der griechischen Städte bemächtigen. Wir überqueren den Hellespont und fallen von Norden über unsere Feinde her. Mardonius' Plan sieht vor, zunächst die griechischen Städte in Thrakien, Mazedonien und Thessalien zu unterwerfen, um dann Athen und schließlich den Peloponnes zu erobern. Mardonius, zwei Probleme. Die Überquerung des Hellespont mit den Bodentruppen und die Durchfahrt der Flotte beim Berg Athos wegen der heftigen Stürme. Mit der Kraft, verliehen von Ahura Mazda, werde ich die vier Elemente bändigen. Wir werden über das Meer schreiten und über Land segeln. Herr, über die Landenge, die die Halbinsel Athos mit der Chalkidiki verbindet, will ich für euch einen Kanal ausheben. Und am Hellespont? Wir brauchen eine Brücke, die stark genug ist, um unsere Armee mit ihren Millionen Kämpfern darüber zu führen. Seht, was passiert ist. Im Hafen von Piräus zählen wir die Verwundeten und beklagen den Verlust ganzer Schiffsladungen. Kommt her! Kümmert euch um sie! Ohne Kriegsflotte können wir uns auf See nicht verteidigen. Schon die Erwähnung der Ägineten bringt die Geister in Wallung. Meine Mitbürger verabscheuen ihre griechischen Nachbarn. Sie vergessen die Perser und hassen jene, die uns täglich quälen. Im Hinblick auf die nahende Gefahr einer persischen Invasion schwächt der Krieg zwischen den Städten alle Griechen. Unterdessen hat Xerxes mit Vorbereitungen begonnen, deren Ausmaß alles bisherige übertrifft. Er mobilisiert unzählige Truppen, gibt Marschwege vor und befiehlt den Bau eines Kanals durch die Halbinsel Athos. Er legt Proviantdepots an und veranlasst den Bau einer Brücke über die Dardanellen, um mit seinem Heer den Hellespont zu überqueren. Griechische Autoren stellen ihn als Größenwahnsinnigen dar, der alle von Göttern gesetzten Grenzen missachtet. In Wirklichkeit ist sein Plan bis ins Detail ausgearbeitet und hat Hand und Fuß. Heute ist ein besonderer Tag. Die Gewinne aus den Silberminen von Lavrion werden verteilt. Mit den unerwarteten Einkünften können viele Bürger ihr Leben verbessern und Pläne schmieden. Danken wir den Göttern und Athene für den unverhofften Reichtum. Ich schlage vor, ihr für ihre Wohltaten einen großen Tempel zu errichten, um unseren Dank zu bezeugen. Aber es geht um 10 Drachmen. Das ist ein Monatslohn. Athena! Hört mir zu! Es ist nur recht und billig, die Einkünfte aus den Silberminen auf alle zu verteilen. Aber diese Gewinne könnten eine bessere Verwendung finden. Was meinst du damit? Mit diesem Geld könnten wir Trieren ausrüsten und uns gegen Ägina verteidigen. Das Geld ist uns lieber. Die Ägineten verhindern, dass Athen genug zu essen hat. Was schlägst du vor?
Unsere Gewinne sollen dem Gemeinwohl dienen. Zum Wohle von Athen können wir eine Flotte von 200 Trieren bauen und für unsere Stadt die Herrschaft über das Ägäische Meer erlangen. Die Kunst der Rede ist Grundlage jeder Einflussnahme. Gerade rechtzeitig ist mir eingefallen, Ägina für den Bau der Kriegsflotte als Vorwand zu nutzen. Ich aber denke dabei nur an die persische Gefahr. Doch darüber schweige ich. Auch wenn es auf der Werft chaotisch zugeht, macht mich der Bau der Flotte glücklich. Jede dieser Trieren bietet Platz für 200 Mann. Ich plane den Bau von mindestens 100 Trieren pro Jahr. Die ärmsten Bürger danken mir bereits für das unverhoffte Einkommen durch die Arbeit. Aus drei Gründen wird diese Flotte unser Trumpf sein. Sie schützt unsere Küsten vor Angriffen von See. Sie sichert unsere Versorgungskonvois und vor allem, sie kann unseren Feinden die Stirn bieten. Athen wird das Meer beherrschen. In ganz Griechenland betreibt nur Athen ein Programm zum Bau von Kriegsschiffen. Xerxes mobilisiert ein Heer, dessen Truppen aus allen 50 Völkern des Reiches kommen. Seine Flotte wird mit Ägyptern, Phöniziern und auch mit Griechen aus Kleinasien bemannt. Die Arbeiten am Kanal auf der Halbinsel Athos schreiten trotz großer Schwierigkeiten voran. Um ein Einstürzen der Seitenwände zu verhindern, wird das Kanalbett in V-Form ausgehoben. Nach 3 Jahren Arbeit im Schichtbetrieb soll der Kanal 2 Kilometer lang, 30 Meter breit und 15 Meter tief sein. Den Griechen ist klar, dass diese Arbeiten und Truppensammlungen nur eines bedeuten können. Xerxes rüstet zum Kampf gegen Griechenland. Ich habe alles getan, um jedem Griechen bewusst zu machen, was die Vorbereitungen des Xerxes bedeuten. Zum ersten Mal debattieren 31 griechische Städte gemeinsam, was dagegen zu tun ist. Die wichtigsten sind alle vertreten: Sparta, Korinth, Ägina. Ich selbst spreche im Namen Athens. Wer würde die Schlacht gegen ein so gewaltiges Heer wagen? Alle Griechen, die ihr Land lieben, die die Freiheit kennen und sich weigern, Sklaven zu werden. Den Völkern, die Erde und Wasser gegeben haben, ist keinerlei üble Behandlung zuteil geworden. Viele griechische Städte haben sich für die Perser ausgesprochen. Griechen, die lieber einem barbaren Herrn gehorchen als einem griechischen General? Die Götter sollen sie strafen. Es ist unwürdig, sich versklaven zu lassen. Aber Widerstand ist nur möglich, wenn wir unseren Streit begraben. Die Bewohner von Ägina sind bereit, an der Versöhnung aller griechischen Völker mitzuwirken. Dann werden wir gemeinsam für die Freiheit kämpfen. Ich schlage vor, den Oberbefehl über unsere vereinte Streitmacht Sparta zu übertragen, dessen Tapferkeit wohl bekannt ist. Leonidas soll das Land her und Eurybiades soll die Seestreitkräfte befehligen. Aber der größte Teil der Flotte ist athenisch und Themistokles versteht mehr als andere vom Seekrieg. Athen hat die Perser bei Marathon besiegt. Und unsere Flotte ist die stärkste. Dennoch beugt sich Athen im Geist der Eintracht den Beschlüssen der Versammlung.
Gut, ich habe den Spartanern das Kommando überlassen. Aber wer hat die Städte überzeugt, sich gegen die Perser zu vereinen? Das ist doch das Wichtigste. Statt schwarzen Gedanken nachzuhängen, mache ich mir lieber ein Bild über die persischen Streitkräfte. Wenn ihr so gütig wäret, mir zu folgen. König der Könige, ihr hattet gewünscht, dass unsere Soldaten über Wasser schreiten und unsere Schiffe auf dem Land segeln. Ich habe gehandelt, wie ihr befohlen. Nach 4 Jahren Vorbereitung nimmt Xerxes' Invasionsprojekt Gestalt an. Das Heer schickt sich an, den Hellespont zu überqueren, um sich mit der Flotte zu vereinen. Xerxes ließ eine Schiffsbrücke bauen, die Asien mit Europa verbindet. Sein Feldherr Mardonius verband die Ufer der Dardanellen durch 674 aneinander befestigte Trieren. Die Brücke überquert die Meerenge auf einer Länge von 1,5 Kilometern. Die Schiffe waren verankert und mit Seilen verbunden. Darüber wurden Holzbohlen gelegt und mit Erde bedeckt. Die Seiten wurden mit Holz verblendet, damit die Pferde nicht vor dem Wasser scheuten. Herodot schätzt das Heer auf 5 Millionen Mann und schreibt, die Überquerung hätte 7 Tage und 7 Nächte gedauert. Das ist sicher übertrieben. Das persische Heer dürfte eher zwischen 1 und 2 Millionen Mann gezählt haben und zieht nun mit Unterstützung der Flotte weiter entlang der Küste. Großer König, diese griechischen Spione haben wir gefangen. Was soll mit ihnen geschehen? Herr, sie verdienen den Tod. Gebt ihnen Wasser. Wer hat euch geschickt? Herr, es ist Themistokles, der General der Athener. Wer? Ich kenne ihn nicht. Will er die Größe meiner Macht erkunden? Roland, zeigt ihnen alle meine Mahnen. Zeigt ihnen das Fußvolk, die Reiter, die Bogenschützen und die Flotte. König der Könige, warum sollen wir unsere Stärke zeigen? Was nützt uns der Tod dieser Männer? Im Gegenteil. Wenn wir ihnen jedoch unsere Macht zeigen, werden sie sich fürchten. Dann ist kein Krieg mehr nötig. Sondern sie werden sich entweder von selbst ergeben oder vor uns fliehen. Xerxes verbreitet mehr Furcht und Schrecken als je zuvor. Zwar kommt der Vormarsch seines Heeres einem logistischen Albtraum gleich, aber er kann sich problemlos Thrakiens und Mazedoniens bemächtigen. Danach marschiert er nach Zentralgriechenland. Der Bericht der Spione beunruhigt die Griechen.
Für Sparta liegt die ideale Verteidigungslinie am Isthmus von Korinth, dem schmalen Zugang nach Südgriechenland. Um jedoch Athen zu schützen, müssen zwei weitere Stellungen bewacht werden: der Thermopylenpass und die Meerenge zwischen den Thermopylen und Kap Artemision. Im Spätsommer 480 führt Leonidas 300 spartanische Elitekämpfer und 7000 Hopliten zu den Thermopylen. In Begleitung von Themistokles führt Eurybiades die griechische Flotte nach Artemision. Was dann geschah, wurde zur Legende. Die Perser überquerten die Thermopylen, um Leonidas Stellung einzukesseln. Dieser schickte seine Verbündeten fort, um ihr Leben zu retten, und fiel, samt seinen 300 Spartanern. Die Spartaner werteten dies als moralischen Sieg. Sie hatten sich als tapferste aller Krieger bewiesen, die sich am besten eignen, ihre Verbündeten in die Schlacht zu führen. Spartas Führungsanspruch wurde durch die Niederlage gefestigt. Die Flotte lieferte eine gute Schlacht, zog sich jedoch nach dem Verlust der Thermopylen zurück. Xerxes fällt in Phokitha und Böotien ein und unterwirft alle Städte, die auf seinem Weg liegen. Er steht nun an der Grenze Attikas. Athen kann nur noch auf die Götter hoffen. Themistokles, ich muss dich sprechen. Bringe uns Wein. Die Abgesandten sind aus Delphi zurück. Das Orakel hat uns beschieden, nicht sitzen zu bleiben, sondern ans Ende der Welt zu fliehen. Athen wird zerstört und dem Erdboden gleichgemacht werden. Aus Sorge über unsere Zukunft haben wir, wie es der Brauch will, das Orakel des Apollo befragt. Aber sollen wir die göttliche Weissagung eines großen Unglücks mit Demut hinnehmen? Wir können nicht kampflos fliehen oder Sklaven werden, nur um unser Leben zu retten. Es ist ein Versehen. Wir müssen eine neue Befragung des Orakels erreichen. Voller Zorn konnte ich meine Mitbürger überzeugen, erneut die Gebühr für eine weitere Befragung des Orakels zu entrichten. Athena, hört meine unwiderrufliche Antwort. Ist alles von Feinden genommen, was des Landes Grenze umschließt? Gibt Zeus, der alles sieht, der Athene eine Mauer aus Holz, die weder zerstört noch genommen werden kann, dir und deinen Kindern zum Nutzen? Eine hölzerne Mauer, unzerstörbar. Das sind die Worte der Pythia. Der Rumpf unserer Schiffe wird uns schützen. Doch erwarte nicht der Reiter, Schar und das Fußvolk ruhig auf festem Boden, sondern entweiche dem drohenden Angriff. Einst wirst du ihnen dennoch die Stirn bieten. O Salamis, göttliche Insel. Themistokles interpretiert das Orakel so, dass es nicht Athens Unheil voraussage, sondern das seiner Feinde. Es gelte, die Stadt zu verlassen, aber nur, um besser auf See kämpfen zu können, bei der Insel Salamis. Bei einer drohenden Katastrophe hätte das Orakel vom Unglückseligen und nicht vom göttlichen Salamis gesprochen. Meine Familie packt ihre Sachen. Ebenso wie die anderen Athener-Familien. Bei der Vorstellung, die Städte unserer Ahnen verlassen zu müssen, wird ihnen das Herz schwer. Zum ersten Mal in der Geschichte müssen wir unsere Stadt räumen.
Ich verabschiede mich von dem, was mir am teuersten ist. Auch wenn mich mein Vater einst enterbt hat, so ehre ich doch sein Grab. Würde er verstehen, dass Athen ohne Stadtbefestigung niemals den persischen Angreifern widerstehen kann? Wir haben nur die Wahl. Fliehen oder sterben. Ich organisiere die Evakuierung der Stadt. Die Athener treten den Weg ins Exil im sicheren Schutz unserer Trieren an. Ich will kein Wort der Verachtung ob unserer Flucht hören. Wir flüchten nur, um besser angreifen zu können. Im Schein der Flammen wird das Ausmaß der von Xerxes befohlenen Verwüstung sichtbar. Die Perser sind dabei, Athen zu zerstören, voller Wut, weil sie die Stadt verlassen vorgefunden haben. Aber das kann mich nicht erschüttern. Sollen sie unsere Tempel niederreißen, wir sind frei und in Sicherheit. Wenn die Stunde der Rache kommt, werden die Perser unsere Wut und die Klingen unserer Schwerter spüren. Hier, du dreckiger Perser! Hände weg von meinem Freund! Er gehört zu mir! Ich bürge für ihn! Keine Angst, Sikinos. Fahren wir fort mit dem Entladen! Xerxes will den Griechen auf ihrer Flucht nach Salamis nachsetzen. Keiner seiner königlichen Vasallen wagt einen Einwand gegen den Kampf auf See. Es gibt nur einen Widerspruch, den einer Frau. Artemisia I., Herrscherin von Halikarnassos, warnt davor, die Griechen auf See zu unterschätzen und will eine Seeschlacht vermeiden. Sie rät, über Land vorzurücken und den Peloponnes zu besetzen. Xerxes ist nicht überzeugt. Er will die Athener in einer Seeschlacht stellen. Bisher war das Vorgehen einfach. Eine Stadt nach der anderen ergibt sich, oder sie wird zerstört. Nach der Zerstörung von Athen müsste der König den Isthmus von Korinth ins Visier nehmen, dann die Städte auf dem Peloponnes, um die Unterwerfung Griechenlands abzuschließen. Aber die Athener wurden nicht unterworfen, und der König will keine feindliche Flotte hinter sich wissen. Die Griechen sind sich jedoch über das weitere Vorgehen nicht einig. Die Perser haben uns den ganzen Tag vor Salamis herausgefordert, aber ich habe die Griechen überzeugt, den Kampf zu verweigern. Nun müssen wir über den sprechen, der noch zu führen ist. Athen wurde den Flammen ausgeliefert. Die Perser haben sich Attikas bemächtigt und jetzt umzingeln sie uns. Die Städte des Peloponnes sind bedroht. Besser, wir kämpfen auf unserem Territorium. Es nützt uns mehr, die Landenge von Korinth zu verteidigen. Sie liegt vor dem Peloponnes. Bauen wir eine große Mauer, dann sind die Perser blockiert. Wenn es schlecht läuft, finden wir auf dem Peloponnes eine Rückzugsstellung. Dann sind wir nicht Gefangene einer Insel, wo wir rettungslos verloren sind.
Schaut auf die Landenge von Korinth. Wenn ihr dort kämpft, opfert ihr Salamis, Megara und Aegina. Die Flotte der Feinde kann dann auf einer weiten Meeresfläche operieren und euch erdrücken. Wenn unser Heer sich aufspaltet, dann bringen die Perser eure Städte eine nach der anderen zu Fall. Themistokles, bei den Spielen setzt es Stockschläge für Wettkämpfer, die vor dem Startzeichen losrennen. Ja. Aber wenn sie hinten bleiben, winkt ihnen kein Lorbeer. Schlag zu. Aber hör mich an. 1200 persische Schiffe haben Eindruck hinterlassen. Die Allianz der Griechen droht zu zerbrechen. Die Griechen des Peloponnes wollen sich zurückziehen. Für Themistokles steht fest, wenn der Kampf nicht auf See stattfindet, löst sich das Heer auf, die Flotte zerstreut sich und Griechenland ist verloren. In unser aller Interesse sollten wir die Perser auf dem Meer bekämpfen. Hier, bei Salamis. Durch die Enge des Meerarmes kann sogar eine kleine Anzahl Schiffe eine große Flotte besiegen, die sich nicht breit auffächern kann. Und ohne seine Flotte kann das gewaltige persische Heer weder weiter marschieren, noch kann es sich verpflegen. Es wird, weil der Hunger es dazu zwingt, kehrt machen. Die griechische Flotte zählt 378 Trieren. Salamis bietet den Vorteil einer Meerenge, in der eine zahlenmäßige Überlegenheit nicht zum Tragen kommt. Die Erfolgschancen sind somit reell. Vorausgesetzt, die anderen Befehlshaber lassen sich überzeugen. Wer glaubt einem Athener, dessen Stadt in Schutt und Asche liegt? Du hast keine Heimat mehr. Unsere Heimat ist hier, auf unseren 200 Schiffen, die wir in den Dienst Griechenlands gestellt haben. Die Flotte ist das, worauf es ankommt in diesem Krieg. Und wenn du das nicht wahrhaben willst, dann können wir Athene euch ja eurem Schicksal überlassen. Auf dem Festland werdet ihr diese Armee niemals zum Stehen bringen. Eurybiades, das Heil Griechenlands liegt in deinen Händen. Bleibst du bei Salamis, wirst du Griechenland retten. Wenn ihr abzieht, wirst du es zerstören. Eurybiades hat keine Wahl. Wenn Athen seine Schiffe abzieht, ist der Rest der griechischen Flotte dem Untergang geweiht. Und die Perser werden natürlich genau da zur Schlacht antreten, wo du es dir wünschst. König der Könige, ein griechischer Bote ersucht um eine Audienz. Er trete ein. Großer König, Themistokles, General der Athener, teilt euch mit, dass er euren Weisungen folgt. Themistokles, gehörst du zu ihm? Ich höre. Die Griechen sind zerstritten und planen die Flucht. Themistokles empfiehlt euch, sie nicht entkommen zu lassen und die Gelegenheit zu nutzen, in Abwesenheit der Bodentruppen die Flotte anzugreifen und zu vernichten. Ruf Mardonios! Angesichts der persischen Übermacht geschieht es nicht selten, dass Heerführer zum Feind überlaufen und auf dessen Milde hoffen.
Und Xerxes beweist denen Großmut, die ihm nützlich sind. Herr, ihr habt gerufen? Trage ihm dein Anliegen doch einmal vor. Wird Themistokles aus Empörung über das mangelnde Engagement seiner Verbündeten zum Verräter? Themistokles weiß, dass er die Seeschlacht schnell eröffnen muss. Die anderen Befehlshaber folgen ihm, aber sie könnten ihre Meinung wieder ändern. Für Themistokles ist deshalb jedes Mittel recht, die Perser dahin zu locken, wo er sie haben will. In der Bucht von Salamis. Xerxes hatte schon früher die Absicht, die Griechen in einer Seeschlacht zu besiegen. Der Verrat des Themistokles kommt ihm wie gerufen und er beschleunigt die Umsetzung seines Vorhabens, die drei Zugänge der Bucht von Salamis zu besetzen, damit die Griechen nicht entkommen können. Über Nacht errichten 200 Schiffe in der Meerenge von Megara im Nordosten und um die Insel Psytalaia im Südosten Blockaden. Xerxes legt eine Zange um die Inseln, um die griechische Flotte über die Flügel anzugreifen und zu vernichten. Themistokles will vermeiden, dass es der griechischen Flotte ebenso ergeht, wie Leonidas Truppen bei den Thermopylen, die von dem persischen Heer eingekesselt wurden. Die griechischen Schiffe sollen die Meerenge zwischen der Insel Salamis und dem Festland blockieren. Die eher leichten persischen Schiffe sollen sich gegenseitig behindern und mit den schweren griechischen Schiffen kollidieren. Es käme dann zum Kampf Schiff gegen Schiff. Beim Anbruch dieses neuen Tages blicke ich stolz auf einen langen Weg zurück. 10 Jahre hat es gedauert, eine Schifffahrtspolitik zu entwickeln und diese Flotte zu bauen. Heute wird sie sich endlich bewähren. In einem Augenblick der Wahrheit, der über Unterjochung oder Freiheit der Griechen entscheidet. Die Perser sind da, wo ich sie haben wollte. Aber wie wird die Schlacht enden? Noch habe ich darauf keine Antwort. Xerxes hat auf dem Festland Stellung bezogen. Von hier aus kann er das Kampfgeschehen kontrollieren. Der Überlegenheit seiner Streitkräfte sicher, fiebert er dem Beginn des Kampfes entgegen. Blast zum Angriff. Ahura Mazda sei mit euch. Die Perser sind uns in die Falle gegangen. Nun liegt es an uns, tapfer zu sterben oder Griechenland zu retten. Schiff gegen Schiff stürzen sich die Flotten aufeinander. Der erste Angriff bringt die persische Übermacht nicht ins Wanken. Aber schon bald behindern sich die unzähligen persischen Schiffe gegenseitig. Zusammengepfercht auf engstem Raum rammen sie sich mit ihrem bronzebewehrten Bug und zerschmettern ihre eigenen Rudereien. Vorsicht!
Die Schlacht von Salamis endet in einem Meer von Blut. Und die Perser versinken in den düsteren Gefilden der Trauer. Die Griechen sind da. Gut. Achtung! Achtung! Xerxes konnte die Schlacht nicht siegreich beenden. Die Schwächung seiner Flotte raubte der Armee die logistische Unterstützung. Er reist ab und wird nie mehr in Griechenland einfallen. Salamis endet für die Perser zwar nicht mit einer Niederlage, aber sie hat gezeigt, dass sie nicht unbesiegbar sind. Das Perserreich war keinesfalls am Ende. Es sollte noch weitere 200 Jahre bestehen. Griechenland verdankt seine Rettung der Hartnäckigkeit eines Mannes, der seinem Land um jeden Preis die Freiheit erhalten wollte.